Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute wollen wir uns das Mount aus dem Handelsposten aus dem Februar 2024 angucken. Falls ihr das Video jetzt später anschaut, ist das kein Problem. Die Items im Handelsposten wiederholen sich immer wieder. Heißt, ihr könnt das auch zu einem späteren Zeitpunkt bekommen. Und ja, jetzt würde ich erstmal sagen, schauen wir rein. Wir wollen uns natürlich das Mount angucken, aber wir schauen uns auch alle weiteren Items an, die jetzt im Februar 2024 im Handelsposten aktiv sind. Und ja, als allererstes wollen wir uns anschauen, wie viele Punkte wir dieses Mal kriegen, denn wir sollen anscheinend mehr als 1000 bekommen. Ich habe nämlich nicht mehr sonderlich viele übrig. Ich habe hier noch genau 100 Stück übrig. Habe vorhin gerade die paar Aktivitäten erledigt, um quasi den Balken hier im Reiseführer auszufüllen. Das ging eigentlich relativ zügig tatsächlich, sind viele leichte Sachen dabei. Und jetzt holen wir erstmal die Marken einmal aus dem aus dieser Schatzkiste. Und ihr seht, ich bekomme 1500 Marken, also es ist irgendwie zweimal aufgeploppt, aber ja, es sind 1500, die ihr kriegt. Wird gleich noch interessant, denn es gibt einige nette Sachen, die wir uns kaufen können. Und hätte ich jetzt nur 1000 bekommen, hätte ich mir die ganzen Main Collectibles nicht holen können. Als erstes schauen wir uns das Set an, was wir jetzt als quasi Monatsbelohnung kriegen. Das ist dieses schicke Set. Sieht, muss man sagen, bei weiblichen Charakteren deutlich besser aus als bei männlichen. Bei männlichen passt es meiner Meinung nach nicht so wirklich, aber naja, jedem so das Sein. Genau, das ist hier dieses Gewand der Liebeshexe. Es gibt anscheinend auch gedatamined noch eine dunkle Version von dem Ganzen. Dazu gibt es dann auch hier Waffen im Handelsposten. Da ist es aber noch nicht ganz sicher, wo man die herkriegt. Es wird vermutet, dass man die eventuell über das Liebe liegt in Luft Event kriegt oder im Shop tatsächlich. Gut, dann schauen wir mal rein, was es diesen Monat gibt. Wir können zwei Mounts ergattern und zwei Pets und ein Toy. Das kann ich gleich schon mal vorwegnehmen. Das Mount, das wir uns jetzt anschauen wollen, ist dieser nette Fuchs hier. Der schimpft sich Zügel des ausgefuchsten Freundchens. Und wir haben schon dieses Fuchs-Model grundsätzlich im Spiel. Diesmal haben wir dementsprechend eine, ja, ich würde sagen, das ist so ein helles Rosa, zumindest hier im Mittelteil. Und es passt ganz gut zum Liebe liegt in der Luft Event. Ihr seht, hier haben wir auch diese Herzen drauf. Passt auch zu dem Set, das wir bekommen haben. Und wir werden auch noch gleich uns ein paar mehr Items anschauen, die dementsprechend in diese Kerbe schlagen. Was wir diesen Monat als Feierbelohnung haben, zumindest sind die ganz oben, sind zwei Items. Und zwar haben wir einmal die X-53 Reiserakete. Das ist ein Item, was wir ursprünglich als Promotion-Event über Werbt ein Freund bekommen haben. Das ist schon einige Jahre her, wo es das gab. Ich habe damals diese Werbt einen Freund-Belohnung mir geholt. Heißt, ich habe das hier schon abgehakt. So wie ich informiert bin, soll die anscheinend nur 100 von den Marken kosten, was relativ wenig für ein Mount ist. Also die gibt es jetzt nicht ganz geschenkt, aber es ist schon sehr, sehr günstig. Und das Zweite, was es gibt, ist hier ein Toy, und zwar Kleiderpuppenzauber. Und so wie das aussieht, können wir uns da in diese Kleiderpuppe verwandeln. Und das sind die Puppen, die es hier im Handelsposten gibt, um quasi die Gear-Sachen zu demonstrieren. Die stehen hier um den Handelsposten außen rum. Das können wir uns für 10 Marken kaufen. Also die kriegt ihr relativ günstig. Ich würde sagen, ich kaufe parallel schon mal die Sachen, die ich mir holen will. Also das Toy möchte ich mir natürlich auf jeden Fall holen. Das ist eine nette Angelegenheit. Und das hat jetzt erstaunlich lang gedauert, tatsächlich. Das lernt ihr auch direkt dann. Genau. Das Mount habe ich schon. Das würde ich euch auch empfehlen. Das ist nämlich ein Zweisitzer-Mount. Falls ihr das nicht habt, holt euch das für die, ich meine, 100 Abzeichen. Sollte ich was Falsches gesagt haben, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich kann es leider jetzt nicht sehen, wenn man es quasi schon hat. Dann, genau, von dem Mount haben wir gerade schon gesprochen. Da werden wir uns gleich noch das Mount-Special angucken. Das kaufe ich mir auch für die 750 Marken. Und ihr seht schon, mit 750 Marken hätte man nur 1000 bekommen und hat so wie ich kaum mehr was über, dann wird es schon relativ eng. Genau. Dann schauen wir uns mal die Gear-Sachen an. Und zwar haben wir als erstes noch ein Assemble. Und zwar schimpft sich das Kampfwickel der geehrten Valachar. Und ja, Valachar lässt schon wahrscheinlich bei euch was klingeln. Das sieht genauso aus wie die Sets aus dem Prüfung der Tapferkeitsraid. Also der mit Odin. Ich hoffe, das war jetzt nicht die Instanz. Ich glaube, Prüfung der Tapferkeit heißt der Raid. Hier mit Odin, Helia und Konsorten. Da gab es nämlich ein Set, oder gibt es zum Teil immer noch, zumindest noch das Normal HC und LFR Set. Mythic Set kann man leider nicht mehr holen. Und das ist quasi ein Recolor von dem Set. Kostet 600 Marken und hier sieht man mittlerweile auch die einzelnen Teile, die zu dem Set dazugehören.
Dann haben wir als nächstes einen Bogen, und zwar herziger gotischer Langbogen. Das ist quasi aus dem dunklen Set, würde ich jetzt mal sagen, von Liebe liegt in der Luft. Selbiges haben wir dann auch noch von dem hellen Set. Ihr seht, das passt ganz gut zu dem Set, das wir eben aus der Kiste rausgezogen haben. Dann gibt es hier noch einen Rückenbogen der Schlachtfeldliebenden. Das ist das hier. Dann haben wir ein Pet, und zwar Bugsy, wegen Bug, ne, und dann Bugsy, naja gut, guter Witz. Es ist halt auch mit Herzen drauf, es ist pink, passt auch zum Valentins-Event. Ich würde sagen, das kaufe ich mir auf jeden Fall auch schon. Und hätte ich jetzt nur die 1000 Punkte gekriegt, wären die jetzt schon aufgebraucht, also mit dem Mount und dem einen Pet. Gut, dann gucken wir mal weiter. Dann haben wir fluoreszierende Spaltklinge, das ist ein Schwert. Ich finde das immer ein bisschen blöd. Na gut, das hat jetzt auch nichts gebracht, dass man das jetzt hier nicht gescheit sieht, aber ihr seht, also die Texturen sind jetzt nicht so krass, sieht aus wie so eine Burning Crusade-Waffe, muss ich sagen, so von den Texturen her. Dann haben wir noch einen Stab, der ebenfalls wieder in dieses, zu dem Set passt, hier auch wieder zu dem dunkleren Set, und zwar gotischer Stab der Zwielichthexe. Dann haben wir eine Krone, und zwar Krone der Weißen Rose. Das ist die hier. Die sieht ganz schick aus. Dann haben wir von dem Bugsy Pet auch noch eine rote Version. Das heißt jetzt Neli, kostet auch 250 Marken. Auch das werde ich mir hier einmal kaufen. Dann haben wir nochmal, was zum Set passt. Rosenroter Stab der Liebeshexe, das ist der hier. Dann haben wir eine Axt, beziehungsweise wenn ihr zwei Äxte tragen könnt mit eurem Char, sind das, glaube ich, dann auch, könnt ihr die beide auch nehmen. Das sind halt Einhandäxte. Und zwar Amethyst-Streitaxt des verlorenen Kreuzfahrers. Dann haben wir Bollwerk der Liebe, das passt wieder hier zu diesem hellen Set. Dann haben wir gotisches Zepter der Zwielichtshexe, das passt wieder zum dunklen Set. Dann haben wir Kaminstein des Klingenmeisters. Ich weiß nicht, ob das richtig übersetzt ist, aber man kennt ja diese Klingenmeister in WoW zwar auch, aber hauptsächlich aus Warcraft 3 mit diesen riesen Perlenketten um. Da sahen die schon richtig dick aus, aber hier jetzt irgendwie so an einem weiblichen Nachtelf macht das jetzt ehrlich gesagt nicht so viel her. Vielleicht braucht man da einen männlichen Ork für, dass das richtig zur Geltung kommt. Dann haben wir rosenroter Zauberstab der Liebeshexe, das ist jetzt wieder die helle Version. Dann haben wir ein Kleid, ich schau mal, ob ich es versuche oder ob ich es richtig aussprechen kann. Guts oder Gaze Magenta Gewand, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein schickes Kleid. Ne? Weibliche Nachtelfin macht tatsächlich was her. Ich kann mir vorstellen, an einem männlichen Ork oder männlichen Menschen, weiß ich, kann ich mir das jetzt nicht so ganz vorstellen, aber gut, jedem das seine. Dann haben wir blutroter Blumenstrauß, das ist der hier. Der ist auch ganz schick, das, aber hier mit dem Totenkopf, das irgendwie hat so ein bisschen, bisschen Undead-Vibes. Dann haben wir klassischer rosa Wappenrock. Ziemlich Base Wappenrock gab es, glaube ich, die letzten Monate auch in verschiedenen anderen Farben. Dann haben wir magentafarbene Maskerade-Handschuhe. Ich finde, die sehen immer ein bisschen weird aus. Ich weiß auch nicht. Vor allem, die sind so spitzig vorne. Nicht so mein Ding. Dann haben wir rosiger Sargon des Händlers. Das ist so ein Rock. Ups, da haben wir schon zu schnell weiter. Und dann haben wir rosenrote Schulterumhang des Duellanten. Irgendwie ist ein bisschen zu breitschultrig, wie ob da nochmal 5 Lagen Schulterpolster bei der weiblichen Elfin drunter hängen wird. Bei dem Mann wird es wahrscheinlich passen, aber bei der Elfin sieht das irgendwie komisch aus. Ich weiß auch nicht. Aber gut, da finde ich, passen die Proportionen nicht so ganz. Genau. Und dann sind wir eigentlich durch mit den ganzen aktuellen Sachen. Dann gibt es ein paar, die zurückgekehrt sind. Die hatte ich aber wahrscheinlich in den vergangenen Videos auch schon mal gezeigt. Wir haben hier rubinrote Teufelsspaltklinge. Sieht cool aus, gab es aber schon. Dann haben wir dazugehöriges Schild. Dann haben wir natürlich noch so einen Kapuzenumhang, diesmal auch in Pink. Einen normalen Umhang. Dann hier so ein paar Ansteckdinger. Da gab es, glaube ich, auch welche im Shop tatsächlich. Ja, hier in verschiedenen Farben, diese Blümchen. Sind alle ganz nett, aber haut mich nicht vom Hocker. Genau. Damit sind wir tatsächlich durch. Ich habe mir jetzt die großen Collectibles gekauft, heißt das Mount, die beiden Pets und das Toy. Habe jetzt noch 340 Punkte über. Hätte es jetzt nur 1000 Punkte gegeben, hätte ich mir das Zeug nicht kaufen können. Zum Glück gab es jetzt, weil der Handelsposten jetzt quasi sein Einjähriges hat im Februar. Also ein Jahr ist quasi jetzt vergangen.
hat es anscheinend extra Punkte gegeben. Also so erkläre ich es mir zumindest. Und ja, damit sind wir durch mit den ganzen Handelsposten-Items. Dann würde ich sagen, da wir ja das im Rahmen von einem Mount Guide machen, heute habe ich jetzt noch mehr Timok-Teile rausgekriegt, dachte mir jetzt gerade, warum leuchtet das noch? Okay, weird. Okay, ja gut. Was wollte ich sagen? Ach ja, genau, weil ich das ja im Rahmen von dem dem Mount Guide mache, wollten wir uns ja auch noch das Mount anschauen. Und zwar, das ist das. Das ist tatsächlich auch in einem Geschenk drin. Und jetzt gucken wir, als erstes kann das Ding fliegen. Ah, es hat Flügel und kann fliegen. Schau mal an. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Schick. Also, ich bin immer zwiegespalten bei so Mounts, ne, die dann auf einmal so Flügel raus haben. Es sieht ganz nett aus, aber irgendwie sieht es auch ein bisschen draufgesteckt aus. Wisst ihr, also einfach so links, rechts, irgendwie so Astralflügel. Wobei dieses pinke Ding macht, also es sieht schon nicht schlecht aus, aber es sieht trotzdem irgendwie draufgesteckt aus. Ich weiß auch nicht, kann mich da jetzt nicht so ganz entscheiden. So, jetzt schauen wir noch das Mount Special an. So, dann schauen wir nochmal wegen dem Mount Special. Das hat jetzt eben gerade ein bisschen gebackt. Also hier nochmal das Mount Special. Es sucht ein bisschen hin und her, springt, wühlt den Boden. Ist eine ganz nette Sache. Kennen wir aber schon von diesen Fuchsmounts tatsächlich. Juti, damit sind wir am Ende von dem kleinen Mount Guide. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.